No. Well, but they can still. Boah, ist das geil, diese hohle Gasse hier lang zu fliegen. Ja. Man muss hier dringend das andere, also hat er schon bestellt, weil das ist dann echt der Grund, sich zwischen den Bäumen lang zu halten. Genau, und das hat schon ein bisschen Probleme mit, denn da, also, da muss ich schon echt viel Platz haben, damit ich mich da ranwage. Ja. Ich meine, das war schon cool, so unsere erste Aktion da hinten unter, so, unter dem Schild durch. Ja, das war auch geil. Da hab ich Bock gemacht. Da hatte ich aber auch mich ziemlich sicher in so einem Hintergrund drauf. Ja. Aber die Übersicht, die braucht man schon, und hat echt keine Chance. Ich hatte eben zwei, da hinten an den Bäumen hatte ich schwupp zwei Packet Loss. Das ist echt genial, diese, bei der Reihe? Ja, ganz hinten bei den Autos, weißt du? Ah, okay, ja, ja. Also dieser Packet Loss, den, na, den ist echt genial. Der Indikator. Nee, also ich muss sagen, es ist ein riesen Unterschied zwischen Ungeflechte und Geflechte-Regler hier. Super. Das ist ein riesen Unterschied. Dann ist hier Chasen wie mit dem Testcopter. Letztes Spiel. Das freut mich. Ja, also wenn jetzt noch dazu kommt, dass es Bild von uns ist, dann ist es wie mit Geflechte. Ja, das glaube ich. Aber das gibt es auch noch nicht. Also wirklich nicht wundern, wenn die Lösung jetzt dazwischen war. Ja. Man kann wechseln kommen. Ja. Boah, hier hinten, das ist so genial. Das ist echt ein super Test für dieses, diesen Packet Loss Indikator, weil ich hier hinten ständig immer mal so einen verliere beim Parkplatz. Warum liegt das, glaubst du? Ja, weil ich ja da schon sehr niedrig fliege, dann ist ab und zu mal ein Baum dazu. Also so ein Paket pro paar Sekunden, das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Das zeigt mir aber, dass mein Programm funktioniert. Und das kann ich dann auch als mal als Beispielvideo mal ins Netz stellen dann halt. Ne? Ich komme auch gerade den Weg lang. Da bist du, genau. Oh, da hast du, ich hab dich. Ich dich auch. So, ich hole mir nochmal ein paar Packet Loss ab da oben. Ist ja heute gratis. Genau. Hauptsache, es darf nicht ein Kilo mehr sein. Ja, da sind sie wieder. Das ist echt cool. Aber normalerweise freut man sich nicht über Packet Loss. Aber es ist gut, wenn man sieht, dass es funktioniert, ne? Ja. Als Test ist das genial hier hinten. Boah, ich merke, das ist so ein spaßiger Flug, wenn die Flugzeuge wieder neben dem Boden sein. Ja.
das ist ein cooler Demo-Flug, den ich bin begeistert. Ich hab dich. Aber nicht zu schnell. Ich flieg wohl relativ niedrig jetzt. Ja, ich seh dich aber. Ich weiß nicht, ob da die DX7 damit macht. Die DX6 damit macht. Ich hab jetzt eine DX7. Ich meine die DX6 oder wie, ne? Also ich bin jetzt ein bisschen was niedrig. Ich zieh mal wieder zurück. Okay. Ich bin ein bisschen zu heiß. Genau. Weil ich fliege ja hin, weil ich unbedingt diese Second Loss sehen will. Ja, klar. Das ist echt nicht, ja. Das geht mir so auf die Sache. Das Leben könnte so schön sein hier draußen. Manchmal hast du, das ist das Problem mit der Linse, hast du noch Meter bis zu den Büschen, aber du ziehst ruckartig weg und du wie das Gewicht gleich rein. Ja. Das ist total reproduzierbar. Jetzt habe ich nämlich hier hinten ungefähr gleiche Entfernung auch, zwischen den Bäumen Packet Loss, ab und zu mal. Das ist ein super Demo-Video. Kannst du bei dir sehen, wie lange du fliegst jetzt gerade? Ja, 7,5 Minuten. Ich bin ja kurz vor dir gestartet. Ja, du musst jetzt so 8 Minuten haben. Das ist ja. Blöd, dass du keinen Adapter hast. Ach ja. Ich denke mir dann immer, lieber 6 flüchtige Flüge ohne Absturz Spaß machen. Das war eine ziemlich dumme Ausrede, aber... Ja, wir können die Kraft danach.